Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 7. Mai. Und anstatt euch einfach wieder zu erzählen, dass ich heute Morgen schon was für die Schule gemacht habe und zu Mittag gekocht habe und bin biken, möchte ich euch heute ein bisschen erzählen, wie dass ich überhaupt zum Biken gekommen bin und wie sich das so in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Also grundsätzlich bin ich sehr polysportiv aufgewachsen. Ich habe mal Fußball gespielt, ich bin ein paar Jahre lang Ski gesprungen, ich bin mal klettern und bin aber eigentlich über meinen Cousin, über den Nicola, zum Biken gekommen. Ich konnte 2014 von ihm mein erstes Bike abkaufen, damals noch ein 26 Zoll Hardtail von Thymus, und bin dann auch in diesem Jahr meine ersten Rennen gefahren. 2015 habe ich mir dann ein neues Bike gekauft, ein 29 Zoll Hardtail von Merida, und bin eigentlich ab dann für Bernina Sport gefahren und konnte in diesem Jahr auch meine ersten Erfolge sammeln. 2016 sind dann weitere Erfolge in der Kategorie Fun dazugekommen und ich konnte in diesem Jahr auch meine Matura abschliessen. 2017 bin ich dann mein erstes Jahr als Lizenzfahrer gestartet und habe in der Garmin Bike Marathon Classics auf der Mitteldistanz, also die Schweizer Marathonserie, konnte ich im ersten Jahr den Gesamtsieg heimbringen und das war mein bislang grösster Erfolg gewesen. Ich habe 2018 auch mein erstes Rennen gewonnen am Bergi Bike in Freiburg. Und das war auch der Grundstein für die Titelverteidigung der Garmin Bike Marathon Classics Serie. Ich konnte aber in diesem Jahr auch coole Erfahrungen sammeln auf der Strasse. Ich konnte zum Beispiel den Engadin Raab Marathon auf der Kurzstrecke gewinnen. Oder eine sehr coole Erfahrung an der Tortur sammeln. Die Tortur Challenge, 500 km quer durch die Schweiz, zusammen mit dem Fabio und dem Kilian. 2019 war dann so mein erstes Jahr auf der Langdistanz. Ich habe sehr viele verschiedene Erfahrungen gesammelt und habe mich dann eigentlich im allerletzten Rennen, zwei Wochen vor der WM, können für die Heim-WM in Grächen im Wallis qualifizieren. Und das ist wirklich so ein unvergesslicher Moment in meiner Karriere bis jetzt. 2020 wäre eigentlich mein zweites Jahr auf der Langdistanz gewesen. Ich hatte im Sinn zum wieder den Schweizer Rennen voran zu starten und dort mich so ein bisschen etablieren. Und ein Rennen, das so ein bisschen das Highlight ist, wäre der Engadin Bike Giro. Der ist im Moment noch nicht abgesagt als einziges Rennen bis etwa Mitte August. Und darum hoffe ich im Moment noch sehr, dass der durchgeführt werden kann.